Einen wunderschönen guten Tag. Stefan Kunze, mein Name vom Stromteam Ihrer Agentur für Energieberatung. Was kann ich für Sie tun? Ja, sie hat ihn gerade bei mir angerufen vor 20 Sekunden. Vor 20 Sekunden? Ja, ungefähr. Okay, haben wir Sie unter dieser Rufnummer angerufen? Ja. Kleinen Moment bitte. Ja, bitte. Ich kann Sie nicht hervorrufen. Aber warum denn? Weil Soll ich Sie einmal die Nummer sagen? Ja, bitte. 04841 04841 694 344. Ja. Okay, da kriege ich Sie nicht hervorgerufen. Und dann probieren Sie mal die 2 an Ende, bitte. Bitte? Statt den 4, den 2 an Ende. Vielleicht war bei anderer Etage den Telefon. Nee, das auch nicht. Auch nicht? Und was sollen wir jetzt machen? Ja, das ist natürlich jetzt ein Problem für mich, ne? Ich kann Sie nicht hervorrufen. Ja, sollen wir mal mit Namen gucken? Bei Computer. Kleinen Moment bitte, ja? Ja. Warten Sie mal, ich gebe mal die Nummer ein. 0. Gut, ja, mit dem Namen kann ich Sie nicht hervorrufen, dann brauche ich die Nummer. Ja, aber Sie müssen den ja haben, wenn Sie bei mir anrufen. Ja, genau, deswegen, ja, Sie haben mich ja zurückgerufen, ne? Ja, richtig. Und es ist ja ein großes System, sag ich mal, ne? Und das ist ja schwierig, wenn ich nicht Ihre Nummer habe, Sie hervorzurufen. Ja, vielleicht ist es irgendwo verloren gegangen bei Leitung. Bitte? Vielleicht ist es bei Leitung verloren gegangen, meine Nummer. Das kann auch wohl möglich sein, ja. Ja, und weswegen hatten Sie angerufen? Ich bin Energieberater vom Stromteam der Agentur für Energieberatung. Wegen denn unserer Elektroschocking? Wo hatten wir zu Sie schicken? Bitte? Wegen den Elektroschocking? Wo hatten wir zu Sie schicken für Reparatur machen? Nein, ich bin Energieberater. Ich bin Energieberater und möchte Ihre Energiekosten senken. Stadtwerken? Von Stadtwerken, genau, von der Stadtwerke Troisdorf. Ne, das bin aber nicht, wir da nicht wohnen. Bitte? Da wohnen nein, wir nein, nicht. Das ist ja. Ich bin ja Energieberater und möchte Ihre Energiekosten senken. Aber wir nicht bei Scheudings wohnen. Nein, das ist ja auch gar kein Problem. Ach so. Ne, ich sorge dafür, dass Sie am Ende des Jahres Ihr Geld sparen können. Ach so. Ja, dass Sie weniger an Stromkosten bezahlen müssen. Ja, das ist sehr gut. Würde immer so teuer werden. Genau deswegen rufe ich hier an, wissen Sie? Ja. Damit Sie auch weniger im Monat zahlen müssen. Und Sie haben auch bei uns eine Preisgarantie, ne, von 12 Monaten, sag ich mal. Da verändert sich auch gar nichts dran. Ja, okay. Und wie können wir das machen? Ja, aber einen kleinen Moment bitte, ja. Ich rufe mal meine Kollegin, vielleicht kann die da weiterhelfen, ja? Ja, Sie sind doch den Energiemensch und jetzt soll ich mit einer Frau reden? Bitte? Jetzt soll ich mit die Frau reden? Ja, genau. Reden Sie mal mit ihr und gucken Sie mal da, wie wir da verbleiben können, damit wir sie hier hervorrufen können. Also das okay? ist, ich bin Inder und ich darf nicht mit fremder Frau reden. Das ist nicht möglich. Bitte? Ich bin Inder, ich darf nicht mit fremder Frau reden. Das ist verboten. Okay. Gut, wie machen wir das denn sonst jetzt? Ja, Sie können den Frau ja fragen und sie dann machen, was die sagen und dann können Sie mir helfen. Okay, machen wir das so. Sehr gut. Ich habe jetzt hier einen Kunden am Telefon, ne? Der möchte das gerne jetzt, sich informieren lassen, aber ich kann ihn im System jetzt nicht mehr hervorrufen. Da hat er mir gegeben, 2 Stück, aber da kann ich trotzdem nicht mehr hervorrufen. Sie sagt, geben Sie mir jetzt nochmal auf die Rufnummer, auf die wir angerufen haben, die bräuchten wir einmal. Ja, 04841 04841 63494 kleinen Moment. 3494. Richtig, oder den 2 am Ende, wenn das nicht geht. Statt den 412. Da sind Sie Herr Dimitri Sukov. Das ist meine Mitbewohner. Wollen Sie mit denen reden? Okay. Sind Sie denn, sag ich mal, für alle zuständig? Wie bitte? Wie meinen Sie? Sind der Vermieter, richtig? Nee, Mitbewohner. Wir haben Wohnung. WG. Ach so, ja. Ich wollte einmal den Herrn Dimitri Zukov sprechen. Ja, okay, warte, ich call den mal. Einen Moment, bitte. Dimitri, komm mal bitte her. Wegen Stromkosten.
Strom. Komm mal ran da. Hallo Schuka, wer ist da? Hallo, mein Name ist Stefan Kunze vom Stromteam, Ihrer Agentur für Energieberatung. Ja, hallo. Damals hatten wir ja versprochen, dass wir uns sofort bei Ihnen melden, wenn wir Ihre Energiekosten senken können. Wer da hat mir das versprochen? Die Stadtwerke Treustorf. Kenne ich nicht. Wir betreuen die Stadtwerke Treustorf und möchten dafür sorgen, dass Sie am Ende des Monats an Energiekosten sparen können. Mit Gas oder was? Mit Strom und Gas, damit Sie weniger bezahlen. Okay. Okay, was dafür müsste ich wissen, mit wie vielen Personen leben Sie im Haushalt? Wir sind 3 Mann. 3 Mann? Richtig. Okay, und was zahlen Sie monatlich an Strom? Boah, keine Ahnung, warte mal. Rakesh, was okay. Zahlst du beim Monat für Strom, Blät? 65 Euro. Der sagt 60 Euro. Für 3 Mann? Ja. Und was, und wie viel ist der Verbrauch im Jahr? Keine Ahnung, Mann. Woher soll ich das wissen? Haben Sie keine Endabrechnung vorliegen? Oh, jetzt muss ich den wieder fragen, warte. Super, okay. Wo kannst du Papieren für Stadtwerk hinlegen? Gelder suchen, dabei! Der guckt, und was können wir dann machen? Wir können gucken, dass wir vielleicht Ihren Strom günstiger machen. Ja, können Sie dann bitte gucken. 60 Euro Stadtwerken. Stadtwerke. Sie sind bei der Energieversorgung Sillet GmbH? Richtig. Genau, richtig. Wir haben Strandparty. Ne? Ja. Ist wahrscheinlich jetzt die Strompreise gestiegen, richtig? Keine Ahnung. Ja, gucken Sie mal, bei uns haben Sie einen Arbeitspreis von 27,12 Cent pro Kilowatt. Okay. Das wäre inklusive Mehrwertsteuer. Dann haben Sie einen monatlichen Abschlag von 42,35 Euro. Was willst du abschlagen? Nein. Das wäre ein Sie müssten monatlich bezahlen 42,35 Euro. Wie viel bitte? Bitte? Kannst du bitte nochmal sagen, ich habe nicht verstanden. So, das heißt, also auf Deutsch gesagt, ist das ja monatlicher Abschlag, heißt monatlich bezahlen. Ja. 42,35 Euro. 42 statt ist eine Antwort auf alles, Blöd. Geil. Statt 60 Euro, bitte? Gleiche Verbrauch, 60 Euro. Genau. Ich habe jetzt 1500 Kilowatt eingegeben, ne? Krass. Für 3 Personen. Und dann zahlen sie 42,35 Euro statt 60. Das ist doch super, Mann. Warum müssen wir so viel bezahlen? Wie kann das sein? Sie haben bei uns beispielsweise eine Preisgarantie bis zum 31.12.2018, wissen Sie? Das ist aus fast 2 Jahren. Ja, genau. Da haben sie 2 Jahre und müssen nicht mehr bezahlen als diese 42,35 Euro. Und dann kann ich teurer werden? Nein. Sie haben ja eine Preisgarantie, das kriegen Sie auch alles schriftlich zu Hause geschickt. Zu Hause, sehr gut. Sehr gut. Ja. Musst du jetzt wissen, aber was wir für Elektrik haben? Bitte? Musst du jetzt, was wir für Elektrik haben, musst du doch wissen. Ich muss wissen, wie Ihre Kundennummer und Zehnernummer ist, damit ich das für Sie fertig machen kann. Von den Geräten. Ja, warte, da gebe ich dir die Inde, der ist besser mit Zahlen. Rakesh, komm her, okay. Gib die Nummer von Geräten. Hallo? Hallo. Und weißt du schon, ich bin's nochmal. Ja, immer noch. So, kannst du bitte aufschreiben? Ich habe dann das hier bei Nummer 1 wird anfangen, weil wir haben 3 Stück. Das Sie haben 3 Zähler, richtig? Ja, das eine ist ein AMG. AMG? Ja, Prozessor. Und das andere ist ein Intel. Und der andere ist Nvidia. Und welche musst du haben? Hallo? Kleinen Moment bitte, ja? Ja. Sie haben einen AMG-Prozessor? Ja. Und was noch? Ein Intel und Nvidia. Intel? Ja. Ich bräuchte einmal die Zählernummer und diese Kundennummer vom Strom. Achso, du brauchst die Seriennummer von den Geräten, von wegen Stromrechnung, wie viel wird haben? Nein.
Sie haben doch bestimmt eine Abrechnung, die Sie jeden Monat bezahlen, ne? Die Rechnung von dem Computer? Für Strom, Strom. Nein, für Strom, Gebäude. Für die Rechnung? Ne, das ist nicht unser Haus. Da haben wir keine Rechnung für. Ach, das ist nicht Ihr Haus? Ne, da sind wir Miete machen. Ja, und zahlen Sie da nicht selber Strom? Ja, doch, natürlich. Ja, genau, deswegen ja. Aber Sie müssen doch haben, was wir für Geräte benutzen. Welche Verbrauchberechnung? Habe ich doch, ich habe doch alles berechnet. Und ja, woher wissen Sie, was wir haben an Geräten? Weil wir haben jetzt gerade ja, vor drei Tagen haben wir Surround System kaufen. Ich weiß ja, dass Sie bei der Energieversorgung Sylt GmbH sind. Und ja, sind Sie schon mal auf Sylt gewesen? Nein. Aber warum nicht? Warum, was soll ich denn da? Und Party machen. Kannst du bei meinem Strandhaus kommen? Ja? Ja, klar. Du bist der korrekte Bruder. Ja, das ist doch gut. Ja, magst du Wodka Tonic? Ja, sicher. Na, Riefki, sehr gut. Ich sehe schon, wir werden uns einig werden. Wann hast du Urlaub bei Callcenter? Weiß ich noch nicht. Wie, weil haben die dir nicht Urlaubgenehmigung machen? Oder hast du gerade erst angefangen? Ja. Wie lange machst du schon? Schon seit längerem. Ja, wie lange denn? So lange, jetzt ein bisschen schon. 2 Wochen. Ja, das ist ein bisschen länger. Du bist lustig. Aber wahrscheinlich, dass so viele Leute immer kündigen, dass 2 Wochen bist du schon Kriegsveteran. Ja. Ja, so viele Menschen immer kündigen bei euch, das ist so traurig. Weil mein Bruder, der hat auch eine Callcenter. Erzähl mal, wie lange musst du arbeiten bei Tag? Bis 15 Uhr. Ja, und dann 8 Stunden oder länger? Genau, 8 Stunden. Oh, und machen die nur Mindestlohnbezahlung oder ordentliche Bezahlung? Oh, geht, kommt drauf an. Hast du Provision, Basis? Ja. Ja, ja. Und was kriegst du für einen Auftrag? Da kann ich mal meinem Bruder sagen. Was heißt denn Auftrag? Ja, wenn jetzt ein Mensch dann sagen, ja, kannst du Vertrag machen, wie viel Geld wirst du kriegen? Der Kontor ist unterschiedlich. Ungefähr. Na, weiß ich noch nicht. Ich habe ja noch nichts bekommen, ne? Hast du noch gar keinen Abschluss machen bei 2 Wochen? Nein. Was? Was machst du den ganzen Tag? Deprimiert, keinen Abschluss machen? Hast du schon Selbstmordgedanken? Nee. Ne? Sehr gut. Nee. Aber meinst du, das ist, was hast du für eine Ausbildung machen? Wie sieht's denn jetzt aus mit Strom und Gas, Herr? Ja, hast du, sollen wir dir Ausbildungsplatz hier geben? Nee, danke. Ja, weil dann musst du nicht so viel Druck haben. Wir haben Ich hab keinen Druck. Du hast Ziegenfarm, da kannst du arbeiten. Sylter Ziegenkäse. Wie sieht denn aus? Wie bitte? Wie sieht's denn jetzt aus mit Strom und Gas? Ja, was brauchst du haben? Den Vertrag? Wollen Sie jetzt abschließen oder nicht? Den Tür abschließen? Ja, das möchte ich gerne machen. Was brauchst du Vertrag von Wohnzimmer, Mietvertragen? Nein, ich brauche die Kundennummer und Zählernummer vom Strom und Gas. Ja, soll ich Sie mal den Anschlussinhaber geben? Ja. Ja, warte mal. Komm mal her. Hallo, this is Shiloh. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hallo. Mein Name ist Stefan Kunze vom Stromteam, Ihre Agentur für Energieberatung. Wie bitte, ich habe Sie nicht verstanden? Ich bin Energieberater. Ja, ich habe verstanden. Bitte, was möchten Sie? Ich wollte Strom und Gas günstiger machen. Das ist sehr gut. Und was müssen wir machen für Bereitstellung? Sie bräuchten einmal Ihre Kundennummer und Zählernummer. Von die Stromvertraganbieter? Genau. Einen Moment bitte. Lassen Sie mich noch mein Dokument herausholen. Okay. Ich hoffe, Sie können mich gut verstehen. Ja. Mein Deutsch nicht die beste. Kann ich Ihnen die Nummer geben? Ja. Es ist 208. 208 306 306 797 010 010
Okay, was ist das jetzt? Die Kundennummer oder die Zählernummer? Pardon? Bitte? Wie bitte? Ist das die Kundennummer oder die Zählernummer? Das ist den Vertragnummer, Nummer der Konte, Kundennummer. Okay. Und haben Sie auch für mich die, die Zählernummer? Oui, monsieur. S'il vous plaît, de papier. En français. Ah, das müsste dieses sein. Ah, können Sie bitte schreiben? 7485. 7485. 9417. 9417. Oui. Okay, das ist die Zählernummer, richtig? Exactement. Müssen Sie die Zählerstand haben? Ja, genau, das ist der Zählerstand, ne? Die Zählerstand oder die Nummer? Die Nummer, die Nummer. Die Zählernummer. Die habe ich Ihnen gegeben, müssen Sie die Zählerstand haben? Ne, das reicht eigentlich, oder? Ich weiß nicht. Sie sind die Experte. Spaß, das reicht. Ich brauche nur die Zählernummer und die Kundennummer, die habe ich jetzt. Die habe ich Ihnen gegeben, richtig? Genau, ja. Genau richtig. Oui. Und was wird jetzt passieren? Kleinen Moment bitte, ja? Ja, oui. Hey, Frau Schwab, willst du denn mit Nudeln essen? Wie, einen Moment, ich bin noch bei Telefon. Warte bitte mit Essen auf mich, brauche nicht sehr lange. Bitte aber Respekt und warte auf mich. Hat nur Strom. Wie viele Zähler haben Sie denn? Wie bitte? Wie viele Zähler? Was meinen Sie bitte? Wie viele Zähler, Stromzähler? Wir haben bei Keller eine Zahl, ein Apparatur. Da haben wir für jede Wohnung ist ein einen Uhr. Okay. Oui. Ein. Haben Sie auch Gas? Ah, c'est important. Für die Erd- und für die Heizung. Genau. Nutzen Sie auch Gas? Ja, wir haben. Haben Sie da für mich vielleicht den Verbrauch? Oh, da müsste ich schauen, weiß ich nicht, wo den Dokument, wo wir unterbringen. Okay. Und was wird jetzt die Strom für uns kosten, bitte? Einen kleinen Moment, das habe ich gerade ausgerechnet. Oh. So, so. Kleinen Moment bitte, ja? Ja, sehr gerne, vielen Dank. Das würde für Sie 42,35 € kosten. Sacre bleu, das ist ja grandios. Ja, das müssten Sie im Monat bezahlen. Das ist doch wunderbar, oder? Für den gleichen Verbrauch. Das ist wunderbar. Und wie, wie können Sie so billig machen? Das, ich bin ja Energieberater. Oui. Und arbeite mit mehreren zusammen. In Ordnung. Mit mehreren Stadtwerken zusammen. Ja, sacre bleu. Ja, und mache Ihnen das so, ich suche den günstigsten Anbieter raus. Ja. Und so, und dann ist ja unterschiedlich, bei welchen Stromversorger Sie sind, da müssen Sie auch unterschiedlich zahlen, wissen Sie? Bitte nicht so schreien, ich kann Sie sehr gut hören. Okay. Können Sie bitte die Telefon aus dem Mund nehmen? Habe ich. Sehr gut, vielen Dank. Bitte. Sind Hallo? Sind Sie einschlafen? Nein. Sehr gut, sehr gut. Sonst hätte ich gedacht, ich bin Ihnen zu langweilig. Möchten Sie vielleicht mit die Russisch sprechen? Hä? Hallo? Ja. Ja, wer ist da? Hallo? Ja. Hallo? 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 Ja. Ja, hallo, wer ist da? Immer noch Stefan Kunze. Ja, warum hast du den Franzose beleidigen? Der Telefon weglegen? Ich hab den nicht beleidigt. Der jetzt weinen, was hast du gemacht? Hallo? Ich mache Ihnen die Unterlagen fertig. Für die Franzose? Du weißt doch gar nicht, wie der heißt. Was für ein Franzose? Mit dem du gerade gesprochen hast. Du hast ihn beleidigt. Warum machst du solche Sachen? Ich hab den. So gibt es nicht. Wie bitte? Hallo, guten Tag. Martin Hoffmann hier am Apparat. Hi. Hallo. Ich bin kein Franzose, ich bin erstens sein Vorgesetzter. Er kann mich nicht beleidigen, das wäre schwach. Er hat mit meinem Kumpel gesprochen, der ist Franzose. Ach so. Ach so, und er hat Ihren Kumpel beleidigt. Ja, der Telefon weglegen, sagt, rede weiter, der mich beleidigen, jetzt der weglaufen. Nein, nein, sowas stimmt nicht, sowas gibt's nicht, darf er gar nicht. Ich höre mir das Gespräch die ganze Zeit an.
nur weil Ihr Kollege. Wer ist denn Anschluss Navas? Sind Sie das oder ist das Ihr Kollege? Ja, das ist der Julo. Also das ist Ihr Kollege, ja? Ja. Und Ihr Kollege, weil er ja wenig Deutsch spricht, ja, ist ein bisschen schlecht klargekommen. So, wir möchten zusehen, dass Sie im Energiebereich Geld sparen und eine Preisgarantie bekommen, sodass Sie in den nächsten Monaten für Strom oder auch Gas weniger bezahlen, ja? Ja, ich auch nicht so gut Deutsch sprechen. Können wir Englisch machen? My English is terrible, aber okay. Ich versuch's, okay? Okay, let's do it. Yes. Okay. You pay for months for electric. You pay for gas? Yes, gas, very good. It's, okay, what you pay for gas? It's 60 euro. How much? 60. 60 for electric, yes? 60 for electricity. Okay, and how much you pay for gas? And for the gas, it's about 35. 35? 35. Also 35, yes? 35, yes. Yeah, 3-5. 3-5, for gas. Exactly. Okay, right. Yes. You give me the contract number from Energieversorgung Sylt. Yes. This number is 208-366-797-010. And electric number is 748-59417. Yes? Soll ich das aufschreiben? No. Du hast gegeben diese Number. My friend did. Genau. I dein Kumpel. And you must jetzt give me from gas. contract number. Okay. Yes, contract number, please. Yes, I will do it. I need to look for the paper. Where did you pick up your good English? Did you get it from Kaugummi Automat? Yes, my English from Kaugummi Automat. And ich wünsche dir alles Gute, ja? Ciao, du Tempest. Ja, kannst du bitte aussprechen, was wolltest du gerade sagen? Also, ich finde das echt erbärmlich, wie Sie mit mir reden. Warum sagen Sie Kaugummi-Automat? Was soll das? It's the best word I know for a stupid call center. Ja, das ist Call Center. Arrivederci, yes. Ja? Ciao. Arrivederci. Kannst du bitte... Hallo? Bitte nicht auflegen.